Jo Leute, was geht? Und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute ist mal wieder der liebe Dario dabei. Moin Leute, heute gibt es mal ein kleines Video auf meinem Kanal. Und ja, mit dabei ist auch der liebe Christian. Servus. Ja Leute, wie ihr es vielleicht mitbekommt, machen Christian und ich heute wieder ein gleichzeitiges Video. Ja, ja. Einfach so spontan einfach mal wieder ein neues Video zu machen, ist ja schön. Auf jeden Fall Leute, rede ich jetzt nicht so lange, sondern erkläre nur kurz, ja, was heute in dem Video geschehen wird. Auf jeden Fall Christian und ich werden gleich in dieses Portal, das ihr seht, es leuchtet, gehen und ganz normale Botrunde auf schwer spielen. Ihr habt richtig gehört, auf schwer. Und, ja, wir spielen nämlich heute mal schwer. Ja, wir haben eigentlich vorhin eine Runde aufgenommen, aber leider hat es bei Christian nicht aufgenommen, wie es halt, ja, leider halt öfter irgendwie ist. Ich keine Ahnung warum. Bei mir ist es halt auch manchmal passiert, aber irgendwie selten. Bei Christian leider öfter auf jeden Fall. Das tut mir echt leid, ja. Christian. Ja, passt schon, aber so oft jetzt auch nicht. Okay, auf jeden Fall Leute, bevor wir noch reingehen, will ich nur kurz was sagen. Und zwar, werde ich dieses Video vielleicht auf CapCut schneiden, vielleicht auch auf Share Factory. Aber wenn ich auf CapCut schneiden werde, erzähle ich euch mal den Grund. Es gibt halt viel mehr Möglichkeiten und ja, man kann auch seine Videos normal so einblenden. Und bei der PlayStation, wenn ich es machen möchte, müsste ich ein Intro machen und so. Und ich bin jetzt nicht der Fan von Intros, also ja. Und die andere Sache ist, Leute, ich werde mich vielleicht, ja, manchmal stummeln oder so, wenn ich nichts zu sagen habe. Weil ich habe halt mir so gedacht, auch beim letzten Video, bei der letzten Aufnahme, in der letzten Runde habe ich mir schon alles so gedacht. So, wenn ich mich halt einfach stumme, dass es für mich ein bisschen halt einfacher ist, das Video zu schneiden und so. Weil manchmal, wenn ich halt in Videos rede und so, dann, ja, passieren halt Sachen und so und die möchte ich halt rausschneiden. Ja, deswegen werde ich mich auch dann stummen, Leute, damit es halt für mich besser wird. Auf jeden Fall, Leute, sage ich mal, machen wir Christian und ich jetzt einen kleinen Schnitt. Oder möchtest du noch was sagen, Christian? Ja, ich wollte kurz hier... Die mich da eingefroren, die Alter. So, weg mit der. So, das wollte ich eigentlich nur noch kurz loswerden und ja, dann würde ich mal sagen, bis später, Leute. Ja, bis gleich. Bis gleich. So, Leute, ja, wir sind jetzt drinne und ja, auf jeden Fall habe ich eigentlich nicht mehr so viel zu sagen eigentlich. Ich wünsche eigentlich nur noch viel Spaß bei dem Gameplay und falls irgendwas ist, werde ich mal vielleicht was Kurzes sagen oder so. Wie es bei Christian ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall, so wie Chris es machen möchte. Und ja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Gameplay. Und jo, ich auch. Ja. Also viel Spaß. Viel Spaß. Ja! Ja, ich bin drin, Leute. Der Dario hat sich jetzt, glaube ich, gerade gestummt. Ja, ich werde jetzt hier einfach ein bisschen... Also ich werde jetzt auch nicht so viel reden, Leute. Oh mein Gott. Mist. Oh, ich werde sogar wiederbelebt. Na, dann muss mal an. Also sorry auf jeden Fall für das Geräusch gerade, aber... Oh, wir haben schon Garten eingenommen, das ist natürlich nice. Also ich bin auf jeden Fall hier auch schwer. Er hat ja auch gerade gemerkt, wie schnell man dann doch tot ist. Okay, warte mal, da ist noch eine Erbse. Ah, die kriegt aber jetzt hier die, okay, die Vorlage, macht nichts. Ist schlimm. Auf jeden Fall die volle Breitseite gekriegt. Sperrfeuervorlage. Moin. Moin. Ja, noch was kurz, Leute, was ich kurz loswerden möchte, ist, also eigentlich ein kleiner Tipp von mir, und zwar würde ich euch mal empfehlen, das mal, wenn ihr auch schwer spielt, am besten mit einem Dings, mit einem Superbrains oder mit einem Wissenschaftler. Aber nicht irgendein Wissenschaftler, sondern mit einem Computerwissenschaftler, weil mit dem könnt ihr richtig reinwaschen, also nicht jetzt nicht reinwaschen, aber halt richtig rasieren, meiner Meinung nach. Und ja. Superbrains, da könnt ihr halt den nehmen, auf den ihr halt Lust habt. Immer würde ich euch empfehlen, dass ihr den schwebenden Ultraball habt, weil der macht sozusagen One-Hit. 325 Schaden. Ja, ist natürlich auch langsam. Ja, sehr langsam. Minus 1 km/h schnell, kann man so sagen. Und ja, viele Leute, schreibt mir auch gerne in die Kommis, wie ihr es gerade so findet.
so, dass ich halt mich einerseits stumme und dann ein bisschen noch was erzähle, wenn ich irgendwas sagen will und so. Schreibt mir einfach gerne in die Kommis, Leute, wie ihr es so findet. Für mich ist es meiner Meinung nach etwas besser. Da muss auch der Christian noch weniger rausschneiden oder auch der Timo. Ja. Falls, weil manchmal schneiden die auch das raus. Wir schneiden halt alle von uns mal was raus. Oder noch für einen anderen, zum Beispiel, wenn Christian jetzt zum Beispiel irgendwas im Video macht, was er halt rausschneiden möchte. Das ist ja schließlich ja nicht bei ihm, sondern auch bei mir so. Und wenn wir jetzt halt auch rausschneiden, das ist halt doppelte Arbeit. Und deswegen finde ich es besser, wenn ich mich ein bisschen stumme. Da muss halt Christian viel weniger rausschneiden und da kommt der Schnapper. Ach Mist. Und hallo? Ja, was ich? Ja. Gut, das wollte ich nur kurz erzählen, Leute, und noch eine Sache, probiert gerne mal auf schwer aus. Macht richtig Spaß, auch mit Freunden. Ja, und nochmal danke, dass du mich gerettet hast. Ja, was Christian, wenn irgendwelche Fragen sind, frag mich einfach, okay? Ja, alles klar. Gut, dann stumme ich mich wieder, also ja, bis dann, Leute. Bis dann. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, du hast gerade gespielt, hier den Feuer All-Star, den habe ich halt auch schon länger nicht mehr gespielt, aber der kann tatsächlich hier bei, also generell All-Star sind auch bei schwer gar nicht so schlecht, weil die haben halt erstens relativ viel Leben, ne, also 200, wenn sie volles Leben haben, und das sind halt sowieso diese Heavy Gunner, sag ich jetzt mal, also die sind ja sowieso sehr stark, finde ich. Also ich weiß, also manche Leute mögen die Leute jetzt nicht so, aber im General All-Star sind eigentlich hier für schwer doch ziemlich gut. Aber ihr merkt schon, man verliert halt echt viel Leben. Gerade die Charaktere, die sind sehr stark. Aber ich finde der Feuer All-Star, der passt hier eigentlich richtig gut hier. Also obwohl die natürlich viel Schaden machen, aber man macht auch viele Kills hier mit. Okay, ich sehe jetzt eigentlich doch ziemlich viel. Ja, macht nichts. Hier werden wir jetzt mal in den Garten reingehen. Also gerade jetzt so als Stürmer in den Garten rein ist ja eigentlich, also um in den Garten reinzugehen, ist das eigentlich schon ganz gut dafür. Also alle Allstars eigentlich. Der Schleimpilz, ja, den spawnen die glaube ich auch nicht bei Einpower oder normal. Obwohl ich weiß es jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall spawnen die auch andere Pflanzentöpfe, die ein bisschen stärker sind. Also bei schwer. Also zum Beispiel bei Einfach spawnen die eigentlich nur so Heilblumen, glaube ich, oder so. Noch so ein paar andere, aber bei schwer spawnen die zum Beispiel auch so andere Pflanzentöpfe. Bei einfach, und bei normal, das ist glaube ich auch nicht so krass, ne? Ja. Na, wir kommen doch ganz gut voran. Na, also hier sitzen wir mal hier links. Auf jeden Fall Schwierigkeit schwer. Dann mal gezeigt. So, und jetzt sind wir schon beim nächsten Garten. Okay, jetzt kann ich leider meinen Tackling nicht machen. Boah, ich werde ja auch die Sonnenblume noch gekillt. Okay, warte, ich verlinke dich mal wieder. Oh, okay, warte. Sorry, da war ein Schnapper. Ja, okay, jetzt bin ich auch tot. Ja. So. Auch mal gespawnt. Ey Leute, auf jeden Fall. Diese Gärten, also ich sag so wie es ist, wenn man auf schwer spielt, kann man das halt nicht so weit schaffen. Weil in der letzten Runde haben Christian und ich nur 3 bis 4 Gärten geschafft und haben es direkt verkackt. Also ich weiß auch, aber da waren wir auch auf einer anderen Map, ne? Da waren wir auf der Zeit. Ja. Obwohl wir gestern eigentlich einen Garten weiter waren, haben wir es dann trotzdem nicht geschafft, aber Alter, wie lag denn der Fußballer, Alter, dieser Ragdoll. Ich finde auch dieser Ragdoll, Leute, in Garmorfer 2 ist auch richtig cool, muss ich sagen. Ja. Also zum Beispiel mit diesem Pflanzentopf da, der würde auf einfach zum Beispiel nicht gespawnen, und auf normal würde ich auch nicht. Wie ich gerade gekühlt habe. Nein, du willst jetzt kein MG starten. Nein, ey, was? Die hat noch überlebt? Wie viel hatte die denn? Ja, 21% hatte die noch. Von wem wurdest du denn gekillt? Ja, vom MG. Ich hatte da eigentlich einen Lichtkick gemacht, ne? Aber ich hab gedacht, die stirbt dann. Naja. Also okay, das war ja ein kleiner Fail. Ja? Nein, war's nicht. Das Licht passiert schon mal. Noch was, Leute. Also ich glaube, ihr würdet es auf jeden Fall hören, wenn ich mich stumme. Weil es kommt immer so ein Geräusch. Hörst du eigentlich immer mal, wenn ich mich stumme, Christian?
Ja, ich auch so ein bisschen, aber ist ja nicht schlimm. Ja, auf jeden Fall, Leute, wenn ihr das hört, dann wisst ihr, dass ich gestummt bin und wie wurde ich zur Ziege verwandelt, Alter. Wo ist denn eine Rose? Ich sehe keine. Ja. Gut, ich stumme mich dann wieder. Bis dann. Ja, bis dann. Okay, Leute, einfach knapp, aber ich habe sogar überlebt. Dieser Spezial-Dummy hier, dieses Spezial-Shell, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie man das nennt, aber das hat mich auf jeden Fall gerade gerettet. Also krieg ich mal auf jeden Fall bei Rucks hier, dieses Schild hier. Ich habe gerade echt vergessen, wie man den nennt, also wenn der jetzt zerstört wird, okay, tot, ja. Glückwunsch, Sonnenblume. Jetzt macht die noch, ja, er macht die Geste zweimal, was ist das denn für eine? Nein, auf jeden Fall, kriegst du halt dieses Schild bei Rucks. Ja, genau, wollte ich eigentlich nur kurz sagen. So, mal gucken, ob wir diesen Garten schaffen. Noch anderthalb Minuten. Könnte knapp werden. Also der Garten ist eigentlich generell auch nicht ganz so leicht. Also da scheitert es auch, wenn man zum Beispiel auch einfach oder normal spielt. Da scheitert es manchmal auch hier an diesem Garten. Also jetzt nicht oft, aber manchmal. Deswegen ist schwer ist natürlich jetzt, ja. Nochmal schwerer halt. Logisch. Ja, auf jeden Fall ist der Schnapper. Da hinten, okay. Der war schon tot. Ah, das macht nichts. Christian, hinter dir war ja. Heilung. Hier ist Heilung. Jo, danke. Bitte. Okay, da kommt der Malz. Ja, weg mit dem. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich werde jetzt in den letzten paar Sekunden jetzt noch reden. Vielleicht schaffen wir es noch, ich hoffe. Ja, ich glaube, ja. Ja, es wird aber knapp. Na, ja, safe. Können wir schaffen. Haben wir beim letzten Jahr auch geschafft. Der hat mich echt mit dem Schleim weggemacht, aber. Kann aber froh sein, dass er noch überlebt hat. Ein bisschen mehr Leben, dann hätte ich ihn gefühlt. Ja, okay, war eine gute Runde, Leute. Sag ich jetzt schon mal. Ach, Mann. Ja, die hab ich sogar noch mitgenommen. Ja. Oh, absolut Serienmeister, gell? Wir sind drei Gärten weitergekommen. Ah, da komm ich noch. Oh, ja, muss die Zeit nur noch, Warte kurz, vielleicht. Ah, nee, ich bin ja weit weg. Boah, 2 Kommando, boah, ich hab aber einen Witz geschafft. 19.980. 9.180? Bin ich ja noch dabei? Ah, nee, Alter, 28 Kills, 19 Abschussserien. Also erstmal Leute, Props an Christian, der hat's geschafft. Ja. Ich bin wieder auf 1 Million, nice. Okay Leute, das war wahrscheinlich ein kurzes Video. Ich glaube das letzte ging 18 Minuten, vielleicht geht das 12 Minuten, 10? Was sagst du Christian? Kann sein, ich weiß nicht. Werde ich auf jeden Fall sehen. Auf jeden Fall, Leute, war das heute mal eine Art anderes Gameplay. Also, das Gameplay ging, blieb gleich, aber halt mit einem Stumm und so. Ihr wisst ja, was ich meine. Auf jeden Fall schreibt gerne in die Kommis, ob ihr das halt so feiert oder nicht so feiert. Auf jeden Fall, wenn ihr es halt feiert, kann ich es weiterhin so mal so machen. Und wenn ihr es halt nicht feiert, dann lasse ich das halt einfach, sondern da stumme ich mich nicht, sondern sag einfach nichts. Halt, das Ding ist, ich stumme mich halt nur so, weil. Ja, wenn ich halt einfach so ruhig bin und so und irgendwas sagen will und so dies, das, ja, könnte es mal passieren, dass ich dann was rausschneiden werde. Deswegen stumme ich mich halt sicherheitshalber. Und ja, wie gesagt, schreibt gerne in die Kommis, wie es euch so gefällt. Ja. Und was ihr davon hältet. Ansonsten hoffe ich, hat das Gameplay gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch bei meinen Freunden vorbei. Und ja, hast du noch was zu sagen, Christian? Ja, jetzt eigentlich nicht viel. Also wie gesagt, schaut gerne bei den anderen Jungs vorbei. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das Video euch gefallen hat. Ne? Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Also nur wenn ihr möchtet, ne? Aber ja, genau. Gut, dann sage ich mal, was ist da mit dem Video, Leute? Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video oder Stream wieder. Ciao, Leute. Ciao, Leute.